Tina Müller-Kamp bei der Graubündner Kantonalbank, wo Sie Investmentchefin sind, kommt am 1. Oktober ein neuer CEO. Das ist seit Monaten bekannt. Wie verträgt sich diese langfristige Planung, dieses sorgfältige Denken mit der Schnelllebigkeit der Finanzmärkte? Unsere Kultur lässt eine langfristige Planung bei einem Führungswechsel zu, auch in der schnelllebigen Zeit, oder man könnte auch sagen, gerade in der schnelllebigen Zeit. Wir positionieren uns damit als verlässlicher Partner für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter, für die Investoren, für die Öffentlichkeit, und das gibt Sicherheit. Das ist für uns ein Erfolgsfaktor, ein Wettbewerbsfaktor in unserer Kultur, und wir investieren daher auch viel in unsere Kultur. Nun ist aber auch eine Graubündner Kantonalbank gewissen Marktkräften ausgesetzt. Es herrscht Druck auf die Margen, die Zinsen sind tief, das Arbeitsumfeld verändert sich auch. Ich höre immer wieder von Fachkräftemangel. Lässt sich diese Kultur, dieses Geschäftsmodell trotzdem auch in Zukunft bewahren? Also ich glaube, dass das Geschäftsmodell noch sehr lange bestehen wird und dass sich das sicherlich bewahren wird, weil es ist natürlich so, dass mit einem Geschäftsmodell, das langfristig ausgerichtet ist, ja, wo wir Sicherheit, Kontinuität, Stabilität ausstrahlen, dass das nicht bedeutet, dass man nicht innovativ, dass man nicht dynamisch und dass man nicht agil ist. Ganz im Gegenteil. Auch wir sind davon überzeugt, dass Innovationskraft und Agilität wichtige Erfolgsfaktoren im Banking für die Zukunft sind. Wir glauben aber, dass feste Rahmenbedingungen, stabile Rahmenbedingungen es uns ermöglichen, gerade dynamisch und innovativ auf Veränderungen reagieren zu können. Sie spricht von Agilität, von Digitalität. Als jemand, der sich professionell mit Investments, mit den Märkten beschäftigt, wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus? Also es wirkt sich natürlich an verschiedenen Ecken auf die gesamte Bank aus, die gesamte Bankenlandschaft ist im Wandel und natürlich auch aufs Anlagegeschäft aus. Das sind einmal so technologische Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Es ist aber auch so die Frage, demografischer Wandel, kriegen wir tatsächlich in Zukunft noch hinreichend Fachkräfte? Das ist Attraktivität des Arbeitgebers, ist hier ein wichtiges Stichwort. Und schließlich auch der ganze Wertewandel der jungen Generation. Für uns in der Graubündner Kantonalbank ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema und ist deswegen auch in unserem Strategieprozess explizit drin. Und da werden dann Themen behandelt wie digitale Transformation, dann neue Organisationsstrukturen, neue Arten der Zusammenarbeit, die genau Innovation und Agilität unterstützen und auch die Attraktivität des Arbeitgebers, damit wir sehr gute Talente akquirieren und an uns binden können. Sie sind damit zu einem Spagat gezwungen zwischen dieser neuen Generation, zwischen diesen jungen Talenten und ihren Anforderungen, und gleichzeitig wollen Sie auch als Kantonalbank Dienstleistungen erbringen für einen ganzen Kanton, der in großen Teilen ländlich geprägt ist. Wie können Sie diese Erwartungen der Kunden, also der Anspruchsgruppen eigentlich, der Kunden und Arbeitnehmer breit abdecken, und welche sind das? Was wollen die Leute von Ihnen als Anlageexperten? Also Sie sagen es richtig, unsere Kundschaft ist sehr heterogen. Das bedeutet, dass wir eine Produkt- und Dienstleistungspalette haben, die breit ist und die trotzdem auf die individuellen Kundenbedürfnisse eingeht. Man erwartet da einmal diese Breite der Produkt- und Dienstleistungspalette, man erwartet aber von uns auch Kompetenz, Expertise, Erfahrung, man erwartet von uns langfristigen Anlageerfolg, und neben diesen reinen Zahlen, also Performance, Produktpalette, erwartet man von uns natürlich, dass wir die Kundenbedürfnisse kennen, dass wir in Beratungsgesprächen individualisiert auf Kundenbedürfnisse eingehen können in einem modernen Beratungsprozess. Und zum Schluss schließlich noch Transparenz und Sicherheit ist etwas, was natürlich für uns steht. Also ein systematisches Risikomanagement im Investmentprozess ist auch sehr wichtig. Nun ist die Graubündner Kantonalbank im globalen Kontext eine kleine Bank. Ist es möglich, trotzdem echten Mehrwert zu schaffen bei Anlagethemen
Oder wäre es nicht besser, man würde einfach Produkte einkaufen, die große Häuser wie BlackRock oder Fidelity oder die Großbanken zur Verfügung stellen? Wir machen sicherlich beides. Wir produzieren selbst und wir kaufen auch ein. Dort, wo wir Expertise haben, produzieren wir selbst. Und sonst treten wir auch als Einkäufer an den Markt. Insgesamt geht es darum, dass wir für unsere Kunden langfristig eine marktgerechte Performance haben, mit Produkten, die auch für sie zugeschnitten sind. Und dass wir vor allem sie abholen können mit ihren individuellen Bedürfnissen und ihren Wünschen im Anlagegeschäft. Mhm. Nun ist das Anlagegeschäft vor allem aus Sicht eines Laien oft ein bisschen etwas Riskantes. Die Finanzkrise ist mehr als 10 Jahre her und trotzdem steckt sie den Leuten noch in den Knochen. Woher sehen Sie denn im Moment die größten Gefahren? Also wenn man sich momentan die Welt anschaut, da wird so ein Szenario gespielt, okay, wir wissen, die Weltwirtschaft, die wird sich ein wenig abschwächen, aber die Notenbanken gehen sehr proaktiv mit einer expansiven Geldpolitik dagegen an. Das heißt, die werden die Konjunktur stützen und werden damit auch die Finanzmärkte stützen. Und damit ist ja alles gut. Wenn es tatsächlich zu einer schweren Rezession kommt, und das ist das Risikoszenario, nicht unser Haupt, aber das Risikoszenario, dann ist es natürlich eine Illusion, dass die Notenbanken das verhindern können. Und das wird auch den dementsprechenden negativen Effekt dann auf die Aktienmärkte haben. Auslöser dafür könnten sein geopolitische Schocks oder vielleicht auch noch eine Verschärfung des Handelskonfliktes als 2 Beispiele. Besteht die Gefahr, dass die Nationalbanken mit ihrer Politik selbst eine Krise Vorschub leisten? Langfristig, ja, also jetzt ganz kurzfristig sehen wir das nicht, aber langfristig natürlich schon. So eine kontinuierliche Niedrigzinspolitik führt dazu, dass ein hoher Anreiz besteht, sich zu verschulden und nicht so ein hoher Anreiz besteht, zu sparen, vorzusorgen. Das bedeutet, dass die Verschuldungsquoten steigen. Das sind Staatsverschuldung, aber nicht nur die Staatsverschuldung, es ist auch die Verschuldung der privaten Haushalte, der Unternehmen. Und einmal wissen wir, dass stark verschuldete Länder längerfristig weniger stark wachsen. Das ist ein Problem. Und wir wissen natürlich auch, dass wenn die Zinsen wirklich mal steigen, dass das für stark verschuldete Länder ein viel größeres Problem darstellt als für weniger stark verschuldete Länder. Das ist so die Verschuldungsseite. Auf der anderen Seite kaufen die Leute mit der ganzen Liquidität natürlich auch was. Aktien, Immobilien, also es geht nicht nur in Konsum und Investition. Langfristig kann das natürlich zu einer Blasenbildung führen und da wissen wir auch, Blasen lösen sich in der Regel eher schmerzhaft auf. Martina Müller-Kamp, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.